Diabetes ist eine Zuckerstoffwechselstörung. Das heißt, wenn man Zucker isst, kann man es nicht verarbeiten und er schädigt den Körper, weil es nicht abgebaut wird in Energie. Typ 1 Diabetes hat gar keinen Abbau mehr, das heißt kein Insulin mehr. Und Typ 2 Diabetes hat einfach zu wenig Insulin, weil er braucht viel mehr, weil es sind meistens Übergewichtige. Also Typ 1 Diabetes wurde bei mir letzten September diagnostiziert und das Ganze hat sich über längere Zeit einfach abgezeichnet, dass ich immer abgeschlagener und müder wurde und nach einer stressigen Zeit im Geschäft ziemlich krank wurde und dann ganz klare Symptome gezeigt habe, die ich dann nicht mehr ignorieren konnte. Die Symptome des Diabetes Typ 1 sind vor allem viel Wasserlösen, Müdigkeit, Gewichtsabnahme, weil der hohe Zucker eben auch ausgeschieden wird mit dem Urin und dann verliert man viel Wasser, damit Gewicht, muss viel Wasser lösen und hat dann auch einen süßen Urin. Der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmun heißt, dass das eigene Immunsystem dort, wo das Insulin gebildet wird, die Zellen entzündet. Es greift also eigene Strukturen an, weil es irgendetwas verwechselt. Das sind Antikörper, die der Körper bildet, die man auch messen kann im Blut beim Typ 1 Diabetiker, die also diese Beta-Zellen, wo Insulin herkommt, zerstören. Und beim Typ 2 Diabetiker sind diese Autoantikörper nicht vorhanden, aber die genetische Konstellation ist viel häufiger. In der Schweiz oder auch weltweit hat man die Gene in fast 50% der Bevölkerung. Ausbrechen tut es aber nur, wenn man eben übergewichtig wird und dann mehr bräuchte, aber es nicht nachbilden kann, das Insulin, weil es einfach zu schwach ist genetisch. Therapiemöglichkeiten beim Typ 1 Diabetes sind sehr beschränkt. Man muss einfach Insulin haben. Ohne Insulin stirbt man. Innerhalb von einem halben bis zwei Jahren. Und deshalb würde ich sagen, Heilung zwar nicht möglich, aber damit leben sehr gut möglich. Man muss jeden Tag 3 bis 4 Mal Blutzucker messen, als Minimum, am Finger vorne. Und etwa 1 bis 2 Mal ein Insulin unter die Haut spritzen, am Bauch oder im Oberschenkel zum Beispiel. Wenn man aber dann noch isst, muss man noch einmal vor jedem Essen ein Insulin spritzen, weil es beim Nicht-Betroffenen eben immer vor dem Essen einen Insulin-Peak gibt im Blut und den will man imitieren. Der Diabetes beeinflusst meine körperliche Aktivität in dem, dass ich zwar noch alles machen kann, aber es gibt bestimmt eine gewisse Einschränkung in Bezug auf diese Abläufe, die man einfach einhalten muss, die Tag für Tag da sind, wie Blutzuckermessungen, Insulinspritzen. Kurzfristige Gefahren sind die Unterzuckerung, weil man sich zu viel Insulin spritzt, oder die Überzuckerung, weil man kein oder zu wenig Insulin gespritzt hat. Längerfristige Gefahren sind Ablagerungen von Blutzuckermolekülen an den Gefäßen. Und da der ganze Körper durchblutet wird, durch Gefäße, kommen auch alle Organe in Frage. Die häufigsten sind Augen, Nieren, Herz, aber auch die Füße. Nicht nur wegen der Durchblutung, auch weil die Nerven auch angegriffen werden und man dann nichts mehr spürt und es Verletzungen gibt. Ich erkenne definitiv positive Seiten an dieser Krankheit, weil man einfach lernt, besser auf seinen Körper zu hören. Und mittlerweile erkenne ich einfach, dass ich gesund lebe. Ich fühle mich auch gesund, ich ernähre mich gut, ich mache viel Sport, ich achte auf meinen Körper und auch mit Stress geht man anders um. Also es gibt so, die Prioritäten verlagern sich ein wenig und ich glaube, das ist ein positiver Aspekt.